Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer weiteren Ausgabe von Einer Woche am Arm. Und diese Woche wird für mich, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung. Bisher habe ich nur 3 Zeigeruhren oder Mehrzeigeruhren am Arm gehabt. Diese Woche möchte ich wirklich einmal probieren mit einer Einzeigeruhr die ganze Woche zurechtzukommen. Die Uhr habe ich gekauft, nachdem ich bei Botta war und dort zu Besuch sein durfte. Ich habe mich immer schon für Einzeigeruhren interessiert und das war jetzt für mich wirklich der auslösende Punkt, genau diese Uhr zu kaufen. Ich werde euch im Laufe der Woche genau sagen, warum ich mich für diese Uhr entschieden habe und natürlich auch, ob ich eine ganze Woche lang mit einer Einzeigeruhr ohne Leuchtmaße zurechtkomme und wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich bin sehr gespannt auf die Woche und freue mich dann auf eure Kommentare zu diesem Video. Wenn euch solche Videos gefallen, insbesondere auch das Format eine Woche, dann könnt ihr meinen Kanal unten abonnieren und ihr werdet auch keine meiner zukünftigen Videos verpassen, sei es das eine Woche Format oder andere. Aber jetzt soll's losgehen, Tag 1. Ja, wir haben Tag 1 und die Botta Uno in der Jubiläumsedition ist heute angekommen. Ich bin wirklich super neugierig, wie die Uhr sich an meinem Arm macht. Ich kann jetzt schon sagen, vom Design her ist das eine der wirklich schönsten Uhren, die ich habe. Ihr könnt das auf der Rückseite sehen, wie der Boden ganz schlank zuläuft und eine extrem schlanke Seitenansicht erzeugt. Eine Einzeigeruhr, ganz klar. Ihr könnt hier sehen, wir haben jetzt 7:15. Lässt sich sogar hier in diesem Fall relativ genau auf die Minute ablesen. Insofern gewöhne ich mich da langsam dran. Die Uhr ist nicht ganz schwarz, sie hat so einen leichten Perlmuttglanz. Die Stundenindizes sind aufgesetzt. Das ganze Gehäuse ist aus Titan und damit extrem leicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die Uhr 32 oder 35 Gramm, 5 bar Wasserdichtigkeit, einen Durchmesser von 40 mm und durch die vollkommene Abwesenheit jeglicher Hörner wirken die 40 mm an meinem Arm doch eher wie 36 oder 38 mm. Wirklich eine Uhr auch für kleinere Arme problemlos tragbar. Es gibt keine Leuchtmasse. Dafür habe ich jetzt schon festgestellt, dass die Reflexion von Licht auf Zeiger und Indizes auch im Zwielicht wirklich gut funktioniert. Zumindest was die Stundenindizes betrifft. Man kann also auch ohne ausreichend viel Beleuchtung eine Zeitschätzung abgeben. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das über die ganze Woche bei mir so macht. Wir haben Mittwochmorgen, Tag 2, eine Woche am Arm. Die Botta Uno ist noch am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich erstaunlich schnell daran gewöhnt, nur einen Zeiger zu haben. Nachts ist die Uhr selbstverständlich nicht ablesbar. Dafür kann ich jetzt so auf 5 bis 10 Minuten genau die Uhr auf einen einzigen Blick ablesen. Wenn es etwas genauer sein muss, muss ich ein bisschen länger hinschauen, aber es funktioniert erstaunlich gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Wir haben Mittwochabend, Tag 2. Meine Botta Uno Jubiläumsedition ist immer noch am Arm. Und der Tag für mich heute war etwas ganz Besonderes. Ich glaube, ich habe noch nie so häufig auf die Uhr am Computer geguckt oder mein Handy, um zu vergleichen, ob ich die Zeit auf meiner Arbeitsuhr wirklich richtig abgelesen habe. Es ist echt eine Herausforderung und für jemanden, dessen Tag relativ durchgetaktet ist und der auch so auf die Minuten achtet in seinem Tagesrhythmus, ist das echt eine Herausforderung. Nur mal ein Beispiel. Ich habe relativ viele Conference Calls und Meetings beruflich und
Bin da sehr genau und möchte auch nicht zu spät kommen. Ich nehme das also auch sehr genau und ich weiß genau, wenn ich noch 3 Minuten bis zu einem Meeting habe, dann kann ich mir noch einen Kaffee in der Küche holen gehen, denn das dauert ungefähr 2,5 Minuten. Wenn ich aber einen Kaffee hole und noch Wasser aufsprudel, dann dauert das 4 Minuten, das schaffe ich nicht. Also das habe ich irgendwann mal gemessen und das weiß ich ganz genau. Wenn ich jetzt eine Uhr habe, bei der ich die Zeit nur ungefähr auf 1-2 Minuten genau ablesen kann, kann das so kurz vor einem Meeting für mich zu einer Herausforderung werden. Und deswegen habe ich ja heute relativ häufig auf andere Uhren geguckt. Gegen Nachmittag wurde es besser, da habe ich meinen Rhythmus etwas geändert, bin etwas entspannter geworden. Eine echt interessante Erfahrung kann ich jedem nur ans Herz legen. Mir ist noch eine Sache aufgefallen bei der UNO, und zwar je nachdem aus welchem Winkel man auf die Uhr guckt, kann es sein, dass die Zeit um vielleicht 5, 6, 7 Minuten unterschiedlich ausfällt, weil man halt durch den Winkel auf eine andere Position des Zeigers auf dem Ziffernblatt kommt. Ich zeige euch das im Bild. Ich hoffe, es wird dabei deutlich. Also eine exakte, minutengenaue Zeitablesung, die man dann auch mit einem anderen Zeitpunkt vergleicht, ist nur dann möglich und sinnvoll, wenn man immer ganz gerade von oben auf die Uhr guckt, dass man immer die gleiche Zeigerposition hat. Ja, das muss man einfach wissen, wenn man sich auf diese Art von Uhren einlässt. Ich glaube, ich kann die Woche durchhalten, bin aber sehr gespannt, wie es mir danach geht. Was ich richtig toll fand an der Uhr war, und das zeige ich euch auch hier im Bild, dass es nicht nur das Echtheitszertifikat gibt zu der Uhr, sondern beim Kauf bekommt man auch ein Serviceheft. Ich finde, sowas wertet die Uhr einfach auf. Ob man das jetzt braucht oder nicht, es ist eine ganz andere Frage. Ich mag das. Ja, morgen früh geht es weiter und ich bin gespannt, wie es mir dann für die restlichen Tage geht. Es ist Donnerstagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Die Botta Uno ist selbstverständlich immer noch am Arm. Mir ist eine Sache aufgefallen, die wollte ich euch unbedingt sagen, dass ich echt lange gebraucht habe, die Uhr genau einzustellen. Und das liegt daran, dass die Uhr eben nur einen Zeiger hat. Das hat eine Implikation, die mir so gar nicht bewusst war. Wenn ich bei einer Uhr mit Stunden- und Minutenzeiger die Zeit genau einstelle, orientiere ich mich am Minutenzeiger und zwischen 2 Stundenmarkierungen, also zwischen 1 und 2 Uhr, bewegt sich der Minutenzeiger eben 5 Minuten lang. Und wenn ich dann ein bisschen daneben liege, ist es eine halbe oder eine Minute, aber entsprechend weniger. Bei einer Einzeigeruhr bewegt sich der Stundenzeiger zwischen 2 Stundenmarkierungen eben 1 Stunde, was bedeutet, wenn ich bei einem Minutenzeiger den Minutenzeiger um 1 Minute falsch setze, sind es bei einer Einzeigeruhr direkt 12 Minuten. Das heißt, ich muss die Uhr mehr als 10-mal so genau einstellen, damit ich auch annähernd die korrekte Zeit habe. Und da habe ich echt ein bisschen rumspielen müssen, bis ich das so genau eingestellt hatte, wie ich es für meinen Anspruch haben wollte. Donnerstagabend, der dritte Tag meiner eine Woche am Arm mit der Botta Uno. Ich bin hin und her gerissen, was diese Uhr betrifft. Zum einen ist sie natürlich wunderschön. Sie ist unglaublich komfortabel am Arm mit der Bauhöhe von 6,1 mm und dem Gewicht von 32 Gramm. Absolut ein Traum. Gibt kaum eine Uhr, die so komfortabel ist. Auf der anderen Seite kämpfe ich immer noch ein kleines bisschen mit dem Anzeigedesign einer Einzeigeruhr. Ich glaube, wenn ich nochmal eine Einzeigeruhr kaufe, muss es zwingend eine sein mit weißem Blatt und schwarzem Zeiger, weil das, glaube ich, den bestmöglichen Kontrast bietet und die Ablesung vereinfacht. Bei dieser Uhr mit dem dunkelgrauen Blatt und den silbernen Zeigern ist es je nach Licht etwas schwieriger, die Zeit abzulesen. Was für mich auf jeden Fall sehr interessant war, ist die Tatsache, dass die Einzeiger-Variante einer Uhr mich zum einen sehr viel ruhiger macht, weil ich
sage, naja, es ist ungefähr 10, ungefähr 9, könnte so Viertel nach sein. Auf der anderen Seite mich aber auch ein bisschen stresst und unter Druck setzt, wenn ich eine Uhr habe mit einem separaten Minutenzeiger und ich weiß, ich habe noch 10 Minuten Zeit, bis ein Termin beginnt, kann ich das genau einordnen und kann damit prima umgehen. Bei einer Einzeigeruhr weiß ich, es sind nur ungefähr 10 Minuten, könnten aber auch 12 oder auch nur 7 oder 6 sein. Und da werde ich dann leichter nervös, das ist für mich dann ein kleines bisschen mehr Druck. Insofern bin ich ziemlich sicher, dass diese Uhr für Freizeit und Wochenende toll ist, auch wenn ich abends rausgehe. Tagsüber, wenn ich feste Termine habe, glaube ich nicht, dass ich mich damit auf Dauer anfreunden könnte. Ja, ist Freitagmorgen, Tag 4, meine eine Woche am Arm. Meine Botta Uno ist selbstverständlich noch am Arm und ich mag die Uhr jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich die Uhr jeden Tag etwas besser ablesen kann. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass die Uhr bei natürlichem Licht, ich hoffe, das wird jetzt hier so richtig deutlich, etwas besser ablesbar ist als bei Kunstlicht, denn bei Kunstlicht sind die Reflexionen etwas stärker durch die aufgesetzten Indizes, die silberne Bedruckung. Da muss man dann schon mal etwas genauer hingucken. Ja, wie viele von euch wissen, habe ich nicht nur einen Hund und eine Vorliebe für Uhren, sondern auch für Gin. Und hier ist mein Set für mein erstes Online-Gin-Tasting, was irgendwann im April stattfindet. Und da freue ich mich total drauf. Aktuell mit der Uno von Botta am Arm. Ob die bis April am Arm bleibt, bezweifle ich. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, was aus dem Online-Gin-Tasting geworden ist. Ja, wir haben Freitagnacht, genau genommen Samstagmorgen. Wie ihr sehen könnt, irgendwas so gegen 12:45. Es fällt mir heute richtig schwer, die Botta am Arm zu lassen, was nicht daran liegt, dass die Botta keine gute Uhr ist, sondern dass heute eine neue Uhr bei mir Einzug gehalten hat. Es ist die Guinan Duograph Classic mit der limitierten Auflage der FAZ. Ja, ich muss noch ein paar Tage warten, bis ich die Uhr an den Arm legen kann, aber dann beginnt schon das nächste Video eine Woche am Arm. Insofern freue ich mich da doppelt drauf. Wir haben Samstagmorgen, es ist so 11:15. Meine Botta ist noch am Arm und ich kann schon mal sagen, am Wochenende ist der Umgang mit einer Einzeigeruhr unendlich viel entspannter. Wirklich eine tolle Uhr, wenn man nicht auf die Minute gucken muss. Ganz selten eine Uhr gehabt, die ich so klar trennen kann in Arbeitstag und Freizeit. Bei einer Einzeigeruhr ist das bei mir wirklich ganz, ganz krass der Fall. Gestern ist bei mir eine neue Uhr angekommen. Es handelt sich um die Guinan Duograph Classic in der limitierten Ausgabe für die FAZ. Ich zeige sie euch jetzt im Video, denn das wird mein nächstes One Week on the Wrist Video. Ja, nur aus der Hand gefilmt, ganz kurz der Eindruck, hier ist die Guinan Duograph Classic Chrono. Ihr seht ein Chronograph mit zwei Totalisatoren ohne laufende Sekunde. Sehr ruhig, sehr aufgeräumt. Und mal schauen, ob ich es einfangen kann, die Nummer 49 von 50. Da kann man es ganz gut sehen. Gibt noch ein Modell und danach ist diese Uhr ausverkauft. In nächster Zeit gibt es dann hier sowohl ein vollständiges Review von mir, als auch mein One Week on the Wrist. Wir haben Samstagabend, so 12:15 und die Botta Uno ist noch am Arm. Jeden Tag wird es besser, jeden Tag kann ich die Uhr schneller ablesen und freunde mich etwas mehr mit dem Einzeigerkonzept an, immer vorausgesetzt, es kommt nicht auf die Minute an. Also, ich glaube, das Konzept hat mich überzeugt, ich werde die Uhr in jedem Fall behalten und habe eine neue Erfahrung. Nichtsdestotrotz freue ich mich drauf, am Dienstag auf meine Guinan zu wechseln und wieder auch am Arbeitstag schnell und sicher und vor allen Dingen minutengenau die Zeit abzulesen. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 6, meine eine Woche am Arm. Die Botta Uno ist immer noch am Arm. Wir haben ungefähr 10:30 und hey, es fühlt sich mittlerweile richtig cool an, die Zeit auf diese Weise abzulesen. Es ist ungefähr so Pi mal Daumen,
kommt auf ein paar Minuten nicht an am Wochenende. Absolut entspannend. Ich sitze hier, habe mir einen Kaffee gemacht und werde gleich einen ganzen Haufen Videos drehen, einige Botter-Videos, eins über Guinan. Ich werde ein Star Club-Video zu einem Laco-Erbstück fertig machen. Also heute ist mein Tag richtig vollgepackt und freue mich darauf, euch die Videos über die nächsten Wochen zeigen zu können. Morgen ist mein letzter Tag der Botter Uno, da gibt es ein Fazit. Vielleicht schaffe ich es heute über Tag, noch ein paar Detailaufnahmen der Botter zu machen. Und dann ansonsten geht es weiter mit meinem Plan, den ich habe, um euch Videos zu zeigen. Und so lange bleibt meine Zeitschätzuhr, also meine geschätzte Zeitschätzuhr am Arm. Wir haben Sonntag, wie ihr sehen könnt, ist es so 20 nach 12. Die Botter Uno ist immer noch am Arm, macht einen wirklich tollen Eindruck und ich kann nur sagen, eine wunderschöne Uhr für Freizeit, für den Abend und ja, eine absolut super gelungene Uhr. Nachdem das jetzt mein letzter Abend ist, morgen wird die Uhr gewechselt, möchte ich noch kein Fazit ziehen, das kommt dann morgen früh, aber ich kann auf jeden Fall sagen, die Botter Uno hat mir die ganze Woche über viel Freude gemacht und vor allen Dingen hat sie meine Wahrnehmung über die Zeit geändert und das ist mir so in der Form noch mit keiner anderen Uhr passiert. Insofern eine super tolle Erfahrung und jeder, der sich darauf einlassen möchte, wird vielleicht eine ähnliche Erfahrung machen. Wir haben Montagmorgen, 7:15. Die Botter Uno ist am Arm und meine eine Woche Botter Uno am Arm ist jetzt doch vorbei. Eine Woche, die ich wirklich extrem interessant fand, denn ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über meine Art gelernt, wie ich mit Zeit umgehe. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Uhr, die nächste Woche eine Woche am Arm beginnt. Ja, wenn ihr euch für Einzeigeruhren interessiert, kann ich Botter nur empfehlen. Botter ist der Erfinder der Einzeigeruhr. Die Uhren sind gerade als Quarzuhren wirklich erschwinglich, haben ein extrem eigenständiges Design und sind eine wirkliche Erfahrung für Uhrensammler. Wenn man da sich drauf einlassen möchte, kann man da eine wirklich tolle Erfahrung machen. Ich fand es super, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.